Oh. Er kommt schon wieder. Scheiß Wache, Alter. Spiel mal. Kriegen von hier oben eine schöne Aussicht, wo wir lang können. Erstmal hier so rumstelfen, ey. Hier mitten lang. So. Aber weiter kommen wir ja von hier aus nicht, oder? Nein. So, hat gar nichts gebracht. Sind wir ein bisschen falsch gelaufen, oder was? Das ist mies. Was, wenn ich mich hier durchs Haus schleiche? Das ist das Herrenhaus. Immer noch. Ja, immer noch bei dem Herrenhaus. Ja, das ist Schiete. Du gehst nochmal da hoch, oder? Das wäre sehr nett von dir. Ne? Das wäre sowas von nett von dir, wenn du das jetzt gleich mal machen würdest. Super. Dann können wir hier nämlich mal eben vorbei. Danke. Bleiben weg aus seinem Sichtfeld. Wenn wir uns irgendwo hinter versteckt haben und wir und er sogar bei uns sein Sichtkegel in unserem Bereich ist, dann dürfen wir uns einfach nur nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob er uns hier sieht. Ach, knapp, Alter. No risk, no fun, sage ich immer. So. Eigentlich müssten wir uns jetzt hier durchs Tor schleichen. Aber es ist genauso scheiße. Der eine guckt genau hier hin. Wir sind hier immer noch am Anwesen, ne? Einen anderen Weg so hier raus gibt's auch nicht. Sobald ich weiß. Es ist halt Schiet hier gelaufen, dass sie uns gesehen haben. Hier rüber. Das ist auch ein Wächter, ja. Kommt aber nicht hier runter, oder? Nein. So. Such so schnell wie möglich weiter höher zu kommen. Möchte ich am besten auf den Dächern rumlaufen. Weil das ist schon der nächste.
Wir müssen auch rechts rum da lang. Dum, 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 dum. Wie kommen wir denn da drauf? Nur von da, wa? Okay. Andere Möglichkeit haben wir nicht, ne? Wie gesagt, übers Dach ist eigentlich immer das Beste. Sehen sie uns jetzt nicht immer so extrem. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Seite hochgehen kann und dann, wenn ich hier normal an dem vorbeilaufe, ob der hier irgendwas sagt oder so. Wegen unserem Kopfgeld. Er hier immer mit seinem Mäuschen. Lecker. Ist er sogar. Weil ich glaube nicht, dass wir hier so rüberspringen können. Das packt er, glaube ich, nicht. Das wäre natürlich sehr episch. So. Wir müssen irgendwo hier oben hin. Okay, aber die sagen nichts. Wollt ihr Ärger machen? Nö, ich möchte nur ins Nest. Ins Nest der Diebesgilde. Ich glaube, wir haben es gepackt. Unentdeckt hierher zu kommen. Haben wir ein bisschen sehr hohes Kopfgeld am Arsch. Leider. Aber naja. Wir haben es gepackt. Wir sind jetzt erstmal hier wieder in Diebesnest. Wir können jetzt die Quests abgeben. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch bald das Kopfgeld weiter runter geht. Uns mal hier wieder ein bisschen geschmeidiger bewegen können. So, wo ist er denn? Da ist vielleicht leise irgendwo. Das möchte ich als erstes machen. Das ist noch eine Nebenaufgabe, aber da gehen wir nachher mal hin. Erstmal leiser, schleicht leiser. Unser Treffen mit Anaes entsprach ganz und gar nicht meinen Vorstellungen. Sie hat sich verändert. Oder womöglich bin ich auch derjenige, der sich verändert hat. Es kann so verwirrend sein, seine eigene Wahrheit zu finden. Ich dachte, ihr hättet gesagt, sie wäre eure Freundin. Sie war meine Freundin. Früher, da bin ich mir fast sicher. Wir waren ständig zusammen. Wir lachten, wir spielten, wir erforschten das Herrenhaus. Vielleicht habe ich sie im Stich gelassen, als ich davonlief. Hat sie das in dieses Geschöpf verwandelt, das mir kaum noch bekannt vorkommt? Ich glaube, ihr wart ihr Sklave. Ich war ein Sklave? Nein, ich glaube nicht, dass einer von uns beiden wusste, was das heißt. Damals zumindest nicht, als wir noch Kinder waren. Ich glaube, ganz tief drin wusste ich es schon die ganze Zeit über. Deshalb bin ich davongelaufen, anstatt mit Anaes nach Schwarzmarsch zu gehen. Haben wir irgendetwas erreicht, indem wir diese Andenken gestohlen haben? Natürlich. Wir haben Anaes diese Erinnerungen weggenommen und die Andenken an meine Jugend geborgen. Und wir haben herausgefunden, wie tief meine Freundin gesunken ist. Ich muss nur noch herausfinden, wie ich ihr dabei helfen kann, die Person wiederzufinden, die sie einst war. Wenn sie mich nicht vorher findet. Meint ihr, Anaes wird ihre Drohung wahrmachen und euch aufspüren wollen? Jetzt, dass sie weiß, dass ich da bin, da erwarte ich, dass sie sich gleich doppelt anstrengt und jeden Vorteil nutzt, den man mit dem Gold ihrer Familie kaufen kann. So würde ich das machen. Übrigens danke, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Sobald ich mich für eine Vorgehensweise entschieden habe, lasse ich es euch wissen. Kopfbedeckung. Quest abschließen. Inventar ist voll. Warte mal eben. Muss mal eben mein Inventar aufräumen. Was haben wir denn hier? Ja, steht kein Gold. So. Auch mal weg. Das sind drei verschiedene Arnold-Schilder, ne?
Naja, egal. Zeig mal. Ich will die Kopf. Ja, ja, alles cool, danke. So, Inventar, Vorräte, Kopfbedeckung, Hut von Barams Fluch. So, jetzt haben wir alle 5 richtig. Ne, steht das hier nicht irgendwo? Da. Teil des Sets, Barams Fluch. 4 von 5 Gegenstände. Und ab 5 kriegen wir dann nur noch Barams Fluch. Eure Schadenverursachen Fähigkeiten erhalten eine Chance von 25% 5 Sekunden lang geschändeten Boden zu erschaffen. Der Feind, die auf die ihm stehen, um 70% verlangsamt, ihnen alle eine Sekunde 800 Magieschaden zufügt und euch in Höhe des verursachten Schadens heilt. So, das ist geschnitzter Wanderstab aus Mahagoni. Den können wir ja verkaufen. Das können wir nicht einlösen, das auch nicht, doch. Handwerksstile 9. Die Aragonia. Nutzt diesen Gegenstand, um eure Bibliothek einem Buch hinzuzufügen. Jo, machen wir. Was haben wir denn hier? Geplongen. Lieferung. Handseife. Lieb des Aufsehers. Was ist das denn? Bogen. Ja, ja, sehen Sie, ein abgetragenes Worms. Jo, erlaubt euch den Umgang mit diesen Gegenständen zu erlernen, alles klar. So. Dann haben wir dieses Rüstungsset schon mal komplett. Das ist sehr schön. So, da haben wir ihn doch. Bald bringen wir euch bei, wie ihr erkennt, ob euch was am Schwanz hängt und wie ihr es abschüttelt. Und ich beziehe mich hier nicht auf Tänze der Khajiit, auch wenn man mich schon häufiger für meine flotte Sohle gelobt hat. Bei einem Beutezug muss man genau auf seine Umgebung achten. Dabei gibt es oft nicht viel Platz für Fehler. Ich werde das im Kopf behalten. Kann ich jetzt anfangen? Natürlich, Chef. Ich freue mich schon sehr darauf, euch im Einsatz zu sehen. Bringt mir einen Aushang. Dann machen wir uns gleich auf den Weg. So, Quest abschließen. Haben wir nicht schon Aushang? Nun, Chef, es war mir eine Freude, euch eine kleine Einführung zu geben. Die Nabas Landung ergeben sich ständig. Okay, haben wir noch nicht. So, was haben wir denn hier? Betrifft Beutezüge. Brett, heutige Anzeige anschauen. Meine Quellen sagen, die funkelnde Grotte würde heute noch etwas mehr glitzern als sonst. Seltene Edelsteine werden dort aufbewahrt, die noch nirgends im Inventar stehen. Unser Käufer hätte gern, dass sie verschwinden, ohne dass die Sicherheit dabei allzu sehr kompromittiert würde. Die Anzeige nehmen. Auf der Seite wird mittels einer kruden Karte der Weg zu einem Versteck beschrieben. Ich sollte dem nachgehen. So, und dann spreche ich mit ihm. Hat ein neuer Tipp euer Interesse geweckt? Ich kenne den richtigen Ort. Ihr braucht es nur zu sagen und wir können heute alle ein bisschen reicher werden. Die funkelnde Grotte klingt gar nicht so schlimm. Es klingt sogar richtig nett. Ich bin bereit. Bring mich zum... Es ist ein wunderschöner Ort. Aber lasst euch durch seinen Glanz nicht von den Gefahren ablenken, die er birgt. In seinem üppigen Bewuchs lassen sich wunderbar Fallen verstecken. Achtet auf eure Zehen, wenn ihr sie behalten wollt. Die Notiz erwähnte, dass die Sicherheit nicht gestört werden darf. Klingt für mich nach einem Verrat von innen heraus. Aber wenn der Käufer sich etwas dazu verdienen will, wer bin ich da, ihm zu widersprechen? Wir werden ihm natürlich wegen der besonderen Sorgfalt, die dadurch erforderlich wird, etwas mehr berechnen. Ich werde versuchen, nicht zu stolpern. Dann lasst uns mit dem Beutezug anfangen. Die funkelnde Grotte. Ja, dann machen wir mal unseren ersten Beutezug. Ja. Mal gucken, was da abgeht. Da bin ich erstmal jetzt wirklich gespannt, was jetzt da auf uns zukommt.
hier in der funkelnden Grotte. Die müssen wir nicht sprechen, oder? Doch. Wir sollen also hier rein, oder? Benutzt Geisterfinger was? Stand doch gerade irgendwas. Benutzt dies. Betretet die Tunnel, um den Beutezug zu beginnen. Stillt die seltenen Edelsteine. 0 von 7. Okay. Serpinvollstrecker. Level 16. Weiß nicht, ob der aufsteht. Ich gehe einfach mal vorbei. Hier sehe ich ein paar Pegel. Und dann rein hier. Witz. Da hinten haben wir schon mal einen Edelstein. Ich weiß nicht, ob der sich bewegt. Anscheinend nicht.